Gut, dann erstmal. Oh, ist der das? Okay. Dann machen wir hier erstmal alles sauber. So. Und da. Räume den Müll auf reinige Beschmutzung 81%. 81%. Hä? Hier ist doch gar nichts mehr. Okay, gucken wir gleich mal. Mache ich hier mal weiter. So. 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 Tata. Da. So. Der geht schon besser als der erste, ne? Es geht schon echt fix. So. So. Das auch. So, einmal hier noch. Okay, hier haben wir 100% geschafft. Hier müssen wir noch Fenster reinigen. Dann machen wir das doch. Oh, hat er sich... Haben wir den verbessert? Ich kann mich nicht erinnern, den verbessert zu haben. Huch. Zweites Fenster. Aber der ist größer, ne? Komisch. So, zweites Fenster sauber. Oh, das ist richtig dreckig, ne? Also hier sieht man es auch richtig. Schmanti, schmant. So. Und einmal das. Habt ihr schon mal Fenster sauber gemacht? Ich habe, glaube ich, ein oder zweimal in meinem Leben Fenster sauber gemacht. Ich finde das sehr unnötig. Also was heißt unnötig? Nein, das kann man so gar nicht sagen. Dadurch, dass ich immer rausgucken konnte und immer noch was gesehen habe, habe ich Fenster eigentlich nicht wirklich sauber gemacht. Tatsächlich, also mein Bruder hat das mit weitaus mehr Passion gemacht. Was auch ein bisschen seltsam ist, aber ja. Hallo. Das ist doch offensichtlich schmutzig. Aha. So, und ditte. Und hier wieder. Und... Oh, jetzt hänge ich hier fest. Nein, so. Ist da noch irgendwas? Hier ist noch irgendwo irgendwas. Das da? Nee. Hier, das ist doch schon sauber. Ah, okay, das ist weg. So, jetzt... Oh ja, das ist sehr offen. Ihhh. Leute, das ist aber schon Schimmel, ne? Das ist doch... Das machst du dich doch mal eben weg und sagst, nö, alles cool. Ihr wollt hier ein Kind großziehen. So, das ist sauber jetzt hier, ne? Fensterreinigen. Okay, das reinigen wir noch. Also das mit dem Schimmel finde ich schon sehr bedenklich, ne? So. Dann haben wir dieses Badezimmer fertig. Dann kommt Ditte. Hallo, geh weg. Geh weg, geh weg. Oh, den... Haben wir übersehen. Haben wir sonst noch was übersehen? Nee. So, 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 so. Na komm. Geh doch mal weg. Ich glaube, das nächste Mal skillen wir mal auf Effizienz, dass der besser schrubbt. Es ist mir noch nicht schnell genug. So. Da habe ich was gesehen. Ist das
das Bett auch schmutzig? Nee. Die Tür nochmal, okay. So, ich glaube, das ist hier in dem Raum. Ja, genau. Also für mich ist das Schimmel, das kann man nicht einfach so wegmachen. Ist ja schön, dass das Kind hier leben soll. Sporen. Ganz viele Sporen. Und Kacke. Oh, ich glaube, ich kann den Besen aufpimpen. Ich glaube, das... Ah, mache ich jetzt auch mal eben. Sekunde. Aufräumen geht besser. Ja, so machen wir das. Ach so. Aufräumen oder auch wischen? Aufräumen oder auch wischen? Warte, an der Heizung? Ach, da unten. Oh, kann ich mich ducken? Ah, mit C, okay. Sechsundneunzig irgendwas. Die Tür vielleicht? Tatsache. Irgendwas war an der Tür, aber das hat man gar nicht gesehen, ohne Witz. So, Moment. Die Fenster machen wir auch noch. Also ich werde erstmal das Haus putzen und dann können wir uns um das Kinderzimmer kümmern. So, so. So, so, so. So, so, so. So. Okay. Streiche, genau, jetzt müssen wir nur noch streichen und das Zimmer machen, okay. Okay, dann gehe ich hier auch einmal. Die entlang, weil ich habe keine Verschmutzung gesehen, weswegen ich jetzt nicht weiß. Wird ja auch nichts mehr angezeigt als Verschmutzung, ne? Ist hier vielleicht noch irgendwas? Das sind nur Schatten, ne? Was funktioniert denn in diesem Flur nicht? Das, wo kommen denn die 10% noch her? Die Lampe? Ist die vielleicht dreckig? Nö, scheinbar nicht. Ja, und die Haustür ist halt auch nicht dreckig, ne? Muss ich vielleicht doch die Sachen mal wegstellen? Ist aber auch nicht so schmutzig. Ich meine ja nur, ne? Das Einzige, was so halbwegs schmutzig ist, ist Ditte. Und das kriege ich aber auch nicht sauber. Das ist so, wie es ist. Sehr komisch. Sehr, sehr komisch. Und hier unten vielleicht so den Rahmen. Ich putze nochmal einmal den Rahmen. Hallo? Danke. Oh,
Aber ich glaube nicht, dass es das ist. Ich meine, irgendwas muss es ja sein. Aber ich finde es doch sehr komisch. Ja, der Flur ist irgendwie... Keine Ahnung. Ich glaube, ich habe so langsam jetzt mal alles durchgewischt. Oder habe ich am Boden was übersehen? Ich kann dann nochmal den Boden hier überall wischen. Zack, zack, zack. Wobei auch der Boden eigentlich sauber sein sollte. Was er auch ist. Ich kann jetzt nur noch hier überall mal entlang. Aber ich meine, es ist ja sehr offensichtlich sauber, ne? Wahrscheinlich habt ihr den Dreck schon gesehen. Dann schreibt ihn mir doch in die Kommentare, falls ich ihn jetzt nicht noch finde. Weil da würde ich doch gerne wissen, wo der ist. Okay. Ja, dann Pech gehabt. So, hier ist alles fertig. Nochmal kurz Kontrolle. Hier ist alles fertig. Hier ist nicht alles fertig. Hier fehlen auch 5%. Aha. Hier irgendwo vielleicht. Ach nee, da. Okay. So, dann noch die Fenster. Ja, dann hat der Flur einfach mal Pech gehabt, ne? Der springt ganz komisch aus dem Bild raus. So. Dann noch ganz schnell die Fenster. So. Dann ist das hier auch fertig. Und dann... Das haben wir alles ready. Dann machen wir uns ins Kinderzimmer. Das Schönste. So, wir streichen also jetzt hellrosa. Kann ich das hier eingeben? Hellrosa. Nee. Heller Lavendel. Nee. Rosa. Teppich rosa. Nee. Also muss ich es doch suchen. Da Farben. Rosé. Pastellrosen. Lavendel. Lavendel. Purpur. Ja, ist es jetzt Pastellrosen oder ist es Rosé? Wobei, das hat mehr so einen rötlichen Touch, ne? Das ist eigentlich mehr rosa. Wir nehmen mal das. So. Und jetzt habe ich auf der 3 habe ich streichen. Okay. So, einmal Tür zu. Abkleben brauchen wir nicht. Voll lame. So. Oh, da fehlt ein bisschen. So. Ach ja, das Spiel ist so schön entspannend. Ich bin auch im Überlegen, Oh, das ist noch nicht richtig pink. So. Ich bin auch im Überlegen, ob man vielleicht statt einem Let's Play einen Stream machen könnte. Weil gerade wenn es darum geht, Zimmer einzurichten, ist es natürlich cooler, wenn man, wenn man euch mit dabei hat und ihr erzählt, wie ihr es haben möchtet. Dann können wir so ein bisschen interaktiv in diese Geschichten starten. Weil allein aufräumen, ne, das ist ja jetzt nicht so spannend, wo ich sagen müsste, okay, da brauche ich auf jeden Fall euren Beistand. Aber.
Also Zimmer einrichten, so wie jetzt zum Beispiel, das mache ich jetzt selber. Aber das könnte man ja in Zukunft anders regeln. Könnt ihr mir dann auch gerne schreiben, wie ihr es haben möchtet. Lieber Stream oder Let's Play und ihr guckt es euch einfach nur an. Und bewertet dann am Ende, ob gut oder schlecht, das kann man ja auch machen. So, ich glaube, die Farbe reicht nicht. Ich meine, weiß-rosa ist aber auch schön, ne? Es soll komplett rosa. Finde ich auch irgendwie so... Ja, keine Ahnung. Also ich war froh, dass mein Zimmer nicht rosa war. Weil ich doch nicht so in diese typische Mädchenschiene einzuordnen bin. Und von daher... Ich habe lieber mit meinem Bruder Playmobil gespielt und Lego und so ein Kram, statt mit Puppen. Das fand ich doch ein bisschen cooler. So. Huch. Da. So. Ich glaube, die ist gleich leer. Da muss noch. Genau. So. So. Jetzt habe ich wieder keine. Oh. Das ist der Rest von Farbe. Aber wenigstens... Nein, wir kriegen es nicht fertig. Okay. Das habe ich vorhin noch gesehen. Mit der 4 konnte man es entfernen. Oh, malen. Du verschwendest keine Farbe beim Streichen von Wänden. Streichen um 25% schneller. Streiche 2, wenn gleichzeitig... Also allein, dass wir keine Farbe verschwenden, ist, glaube ich, sehr wichtig. Haben wir noch irgendwelche Punkte? Wahrscheinlich nicht. Nee, aber wir brauchen noch mal... Pastellrosa. Kurz überlegt. So, hier müssen wir hin. Das machen wir nochmal. Ach, guck mal, jetzt hört er auch auf, ne? Ja. Wenn die fertig ist, hört er auf. Das ist sehr gut, weil sonst hat er immer weitergemacht. Und ich glaube, wir hätten viel mehr mit diesem ersten Eimer schaffen können. So. So. Dann noch mal so. Und ich glaube, das nächste wird dann... das geht ja relativ fix. Deswegen würde ich sagen, beim nächsten Mal machen wir dann zwei Streifen gleichzeitig. Das spart ja auch nochmal Zeit ein. Na, komm. So, so. So. Mist. Mist, Mist, Mist. So, nein. Okay, kommen wir da, da kommen wir auch dran, sehr gut. Oh, das war nicht fertig. Dann sind wir ja auch schon fast durch. Ich hoffe, die Farbe reicht jetzt noch nicht, dass wir für irgendwie zwei Bahnen noch eine neue Dose anpacken, anfangen müssen. Das wäre doof. Na, komm her. Das wäre doof. Aber Thema Kinderzimmer. Wie war das denn bei euch früher? An all die Mädels. Jungs ja auch, aber ich glaube, so viele Jungs werden das hier gar nicht gucken. Hattet ihr ein rosa Kinderzimmer? Also war das bei euch auch so typisch rosa? Rosa Klamotten, rosa Spielzeug, Puppen etc. Also Pferdchen. War das so volles Programm oder wart ihr eher so, ja, ich bin zwar ein Mädchen, aber... ich spiele auch lieber mit anderen Dingen.
4 war das, ne? Ja. So, ich hoffe, wir sind doch Streiche fertig. Okay, jetzt können wir Sachenklamotten, genau. Achso, was brauchen wir denn überhaupt? Ein Kinderbett. Bei alle. Ein Kinderbett. Ja, sehr wahrscheinlich das. Was haben wir denn zur Auswahl? Weiß, Himmelblau, Braun. Würde ich jetzt Weiß nehmen. Und was haben wir hier? Weiß, Himmelblau. Achso, die Schublade. Nee, das lassen wir schon Weiß, ne? Ja, doch, ich will es Weiß haben. Das passt besser zum kompletten Mobiliar. Wo stellen wir es denn hin? Man kommt hier so rein. Und dann... Eigentlich ja wahrscheinlich typischerweise direkt hier drunter, ne? Ist das überhaupt richtig rum? Wo ist denn die Schublade? Ah, da ist die Schublade. So, wir stellen es erstmal rein. Wir können es ja nochmal anders umstellen. Den Kleiderschrank finde ich auch ein bisschen sehr groß, aber gut. Kinder brauchen viel. Achso, was brauche ich jetzt? Regal Kall. Das brauche ich. Was gibt's da? Grau, Nuss, Schwarz, Gelb. Nee, machen wir auch so. Shift. So. Das sieht aber auch ein bisschen dreckig aus, ne? Nee, da ist doof. Stellen wir es mal dahin. Eine Wickelkommode. Da gibt es nur eine. Oh, gibt es nur... Ja, in Rosenblüten. Oh, wunderschön. Ach, jetzt habe ich gar nicht die anderen Farben geguckt. Na egal. So, dann haben wir noch hier eine Wickelkommode. So, und was brauchen wir? 2 Sitzkissen. Mhm. Sitzkissen gibt es auch nur 1. Nee, dann nehmen wir lila. So, und dann noch 1. Okay, das ist jetzt... Sorry, ich habe hier alles auf, weil es so warm ist. Ich hoffe, das ist jetzt keine Hochzeit. Uns fehlen ja 2% in anderen Räumen. Nee, alles gut, okay. Jetzt können wir anfangen, das hier mal umzuräumen. Ich finde das hier sehr klobig. Ich würde den mal versuchen, wie es aussieht, wenn ich den so an die Wand stelle, wisst ihr? So. So halt. So. Ich finde, dass man kommt hier rein und man hat mehr Platz, finde ich. Okay, jetzt müssen wir gucken, wie mache ich das denn alles? Nicht hupen jetzt. Ich kann halt nicht zumachen. Ich glaube, das stellen wir relativ nah hier so dran. So, dann haben wir hier nämlich ein bisschen Platz. Wie machen wir das denn am besten? Wir könnten das ein bisschen mehr hier so rüberstellen. So, nicht hupen. Ich hoffe, ihr hört das nicht. Zumindest nicht so laut. So, das stellen wir ein bisschen hier hin. Dann kann die Kleine, guck mal, dann kann sie doch auch rausgucken, ne, wenn sie da gewickelt wird. So, und euch kann man dann irgendwie hier so hinstellen, oder? So. Und einmal. So. Ah, dann würde ich. Moment. So. Das ist irgendwie schade, dass es da kein rosa Bezug gibt, ne? Kinder.
Bett. Gab's nicht, ne? Nee. Farbe weiß, Schublade weiß. Ja, schade. Das macht's jetzt irgendwie so ein bisschen kaputt, aber gut. Das ist natürlich die Matratze. Das ist, glaube ich, nur die Matratze, ne? Nicht der Bezug. Dann müssen die gucken. So. Das sieht doch schon mal nicht schlecht aus. Ach so, gibt's Spielzeug? Okay, und das Spielzeug finde ich nicht. Wahrscheinlich muss ich das genau gucken. Gibt es denn hier ein Kinderzimmer? Sofa, sonstige Survival. Survival? Sollen wir dem Kind Klopapier kaufen? Ich fände die Idee großartig. Oder, wow, eine Shotgun, ist klar. Jo. Von klein auf mit Messer spielen. Okay, oh, es juckt mir so ein bisschen in den Finger. Aber wir lassen die Kleine mal. Vielleicht unter sonstiges. Ah, unter sonstiges. Okay. Was haben wir denn da? Eine Box mit Deckel. Schreibtafel, Vase. Okay, hier ist der ganze Dekokram. Hier ist auch ein Messer. Welcome. Eine Uhr, ein Kaninchen. Bücher, okay. Moment, wir fangen mal oben nochmal an. Und Tresor habe ich gerade auch gesehen. Was, das sind Esel. Die finde ich aber lustig. Kann man die hier so reinstellen? Ja, kann man die da oben auch so hinstellen? Nee, obendrauf nicht, aber man kann... Kann man die auf die Fensterbank stellen? Ja, man kann sie auch auf die Fensterbank stellen. Okay. Dann gibt's da die Esel. Was haben wir denn noch? Ein Plüschhäschen in Rosenblüten. Oh, wobei Magenta ein bisschen kräftiger ist, ne? Oder weiß? Nee, ich finde Magenta gar nicht so verkehrt. Ein kleines Häschen, das uns so zulacht. So. Keine Kosten und Mühen gescheut hier. Die Box fand ich noch ganz cool. Rosenblüten, Himmelblau, Grün, Rot. Okay, und was ist Rosenblüten? Ah, okay. Ja gut, da tut sich jetzt nicht so viel, ne? Das ist halt heller, wobei ich das eigentlich vom Design her passender finde, ne? Was haben wir denn noch? Total, okay, dunkle Weide, Korb, Himmelblau, was ist rot? Ah, nee, dann finde ich das schon schöner. Finde ich schon schöner, passt da nicht so ganz rein. Hätte ich jetzt gedacht... Dann kommt das hier rein. Wenn es halt da nicht rein... Das sieht halt so leer aus. Also da muss noch irgendwas hin. Den Teddy. Ich gucke gerade überhaupt nicht. Kann man den da reinsetzen? Ja. Oh Gott, ich werde gerade voll zur Mutti. Bloß nicht. Aber das ist schon süß. Guck mal, jetzt haben wir auch so ein Teddy da oben. Dann würde ich... die aber hier hinsetzen. So. Haben wir denn noch irgendein vernünftiges Spielzeug? Gibt ja irgendwie nur Plüschis, ne? Im Ball. Gibt's echt nur den Ball? Tresor. Ich finde, Kinder sollten auch mit... Ach, Klötzchen, guck mal, wir könnten jedes einzelne Schaumbox für Kinder. Uiuiui. Schneidebrett, ein Ball. Das Kaninchen wollte ich noch haben, ne? Das Kaninchen. Das gibt es auch noch. Das will aber hier auch nicht rein. Da oben will es auch nicht hin. Dann setzen wir es hier hin. So, oder?
Die Plüschis sind hier alle braun. Hauptsache im Schrank steht so ein pinker Hase. Na gut, okay. So, ich finde, das kann man so machen. Ja, 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 ja. Mission complete. Bis auf die... Warum steht da 90? Da steht 98... Achso, 98% aller Verschmutzung. Also ich gehe hier nochmal alles ab, aber ich würde jetzt echt sagen... Huch! Okay, irgendwo hier war was. Keine Ahnung. Aber wir haben es fertig. Fertig! Sehr gut. Dann Enter. Boah, $6.170.93. Sehr gut. Damit lässt es sich doch leben. So, dann sind wir wieder hier. In unserer bescheidenen Hütte. Okay, bevor wir uns aber nächsten Auftrag zuwenden, war es das für den ersten Eindruck. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und freue mich, wenn ihr das Let's Play echt cool findet. Sagt mir, wie gesagt, nochmal Bescheid, ne? Let's Play oder Stream. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!